ist zu Soll-Problem. Man kann kein Soll von einem Ist bekommen. Und es ist faszinierend zu sehen, die Anstrengungen der klügsten Köpfe in der Welt, ein Soll aus einem Ist zu bekommen. Weil das ist gerade, was die Problematik, die Aufgabe für die neuen Atheisten ist. Alles muss von unten nach oben erklärbar sein. Wenn es keinen Gott gibt, keine von oben nach unten Erklärung, müssen wir in der Lage sein, alles von unten nach oben. Und so soll Moralität und Ethik müssen erklärbar sein, letzten Endes durch Materie und Energie. Und es ist einfach faszinierend. Und ich erwähne das, weil es gibt einen Haken in dieser Argumentation. Und es ist vor allem in Englisch zu merken. Und vielleicht auch in Deutsch, aber wir können es sehen, ob es so ist. Jemand sagt, es ist sehr leicht, ein Soll aus einem Ist zu bekommen. Der Bus fährt um 3:30. Wenn du den Bus erreichen möchtest, sollst du jetzt abhauen. Einfach. Dort ist ein Soll aus einem Ist. Oh nein. Es gibt zwei Arten im Englisch mit dem Wort Ort. Es gibt zwei Sorten. Es gibt ein Ort oder ein Soll, das mit Moralität zu tun hat. Und dann gibt es ein Soll, ein Ort, der gar nichts mit Moralität zu tun hat, wie ich gerade gesagt habe. Wenn du den Bus erreichen möchtest, sollst du jetzt abhauen. Es ist keine Pflicht, jetzt abzuhauen. Vielleicht möchten Sie lieber hier bleiben und das Ende meines Vortrags hören. Das heißt, die Tatsache, dass der Bus in 3 Minuten fährt, verpflichtet Sie moralisch nicht, jetzt abzuhauen. Es gibt keine moralische Entscheidung, die aus dieser Situation, dieser Sitz im Leben abzuleiten ist. Und hier habe ich ein Puzzle für Sie. John Searle aus Berkeley in Kalifornien meint, er hat dieses Problem letztlich gelöst, neulich. Und ich habe eine Herausforderung für Sie, dass Sie, wenn Sie Englisch können, dass Sie im Internet gucken und sehen, was die Argumentation von John Searle ist. Und schauen Sie mal, ob Sie den Fehler drin sehen können. Es ist gerade aber sehr klug versteckt, denselben Fehler, den ich soeben erwähnt habe. Diese Schwierigkeit, und manche Philosophen haben darauf hingewiesen, dass seit Jahren hat man versucht, ein Soll aus einem Ist zu bekommen, aber man kann nicht, wie C.S. Lewis gesagt hat, man kann kein Imperativ aus einem Indikativ ableiten. Es ist einfach unmöglich. Das heißt, die gehören zu völlig unterschiedlichen Kategorien. Gerade wie, wenn man mit Chaos startet, Sprache gehört zu einer anderen Kategorie. Auf der ethischen Seite, ethische Normen gehört zu einer völlig anderen Kategorie als Situationen. Was ist, kann nicht umgestaltet werden, umgeschrieben werden in ein Soll. Und Dawkins gibt zu, zumindest in einem seiner Bücher, dass die Naturwissenschaft, ich zitierte, hat keine Methoden zu entscheiden, was ethisch ist oder was nicht. Und zweitens sagt er, es ist eigentlich schwierig, absolute Ethik zu verteidigen auf Gründe, die nicht religiös sind. Aber trotzdem, offensichtlich diese neuen Atheisten, anscheinend zumindest, sprechen von einem sehr hohen, überzeugten moralische Position, weil sie sehen, dass alles ist schlecht in Religion und so weiter und so fort. Und das sind moralische
Urteile. Wenn wir etwas genauer schauen an die Basis, die Dawkins und so weiter haben für ihre Ethik, ist es sehr einleuchtend. Dawkins schreibt Folgendes. In einem Universum von blinden physikalischen Kräften und genetischer Replikation, einige Leute werden leiden, einige Leute werden Glück haben und sie werden überhaupt keine Gründe oder Vernünftigkeit drin und auch keine Gerechtigkeit. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die zu erwarten wären, wenn es im Grunde genommen kein Design, keine Zweckmäßigkeit, kein Böse und kein Gut, nichts, nur blinde, erbarmungslose Indifferenz. DNS weder sorgt noch weiß. DNS bloß existiert und wir tanzen zu ihrer Musik. Zweimal in der Öffentlichkeit habe ich diesen Satz in der Gegenwart von Dawkins zitiert. Er hat es nie zurückgezogen. Und ich habe ihm deutlich gesagt, also, Sie glauben, dass im Grunde genommen die Kategorien von Gut und Böse existieren nicht. DNS ist einfach und wir tanzen zu ihrer Musik. Das bedeutet, nicht wahr, dass die Terroristen in New York, die tanzen bloß zu ihrer DNS. Pol Pot, als er 1 Million Intellektuellen ermordet hat, ein Stalin, ein Hitler und so weiter, die tanzten bloß zu ihrer Musik, wenn das der Fall ist. Wie können wir ihnen Schuld geben? Sie tanzen nur zur Musik der DNS, die Musik der selbstsüchtigen Genen. Er hat es nicht zurückgenommen. Das heißt, in der Literatur des neuen Atheismus lese ich etwas Verheerendes. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böses, es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt nur eine sehr tiefgreifende Bestimmung unser Benehmen durch unsere selbstsüchtigen Genen. Anderswo sieht Dawkins, dass er hier auf einer Klippe steht. Und er versucht, sich zurückzuschrecken ein bisschen. Und er schreibt, wir sind die einzigen Wesen, die es gibt, die fähig sind, gegen die selbstsüchtigen Genen zu rebellieren. Und die Philosophen haben mit Recht gesagt, aber Moment mal, wenn alles durch die selbstsüchtigen Genen bestimmt ist, was für ein Prozess hilft uns dagegen zu rebellieren? Was für ein nicht materielles Prinzip ist dort? Und natürlich gibt es keine. Und es ist äußerst wichtig dann zu sehen, was das bedeutet. Wenn ich in die Berge hier in der Nähe von Salzburg, die so sehr schön sind, bergsteigen gehe und ein Fels fällt und bricht mein Kopf und ich bin tot. Es hat keinen Sinn, den Fels als böse zu bezeichnen. Der Fels existiert bloß. Und wenn Pol Pot eliminiert 1 Million Leute, die Brillen tragen, genau dasselbe. Wenn der Begriff des Bösen existiert nicht. Aber wenn Böse und Gut nicht existieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist das, das ich lese von Anfang bis Ende vom Gotteswahn?
moralische Kritik von alles Mögliche in Religion. Aber wie kann er Religion schlecht nennen, wenn Böse existiert nicht? Es bricht zusammen von einem logischen Standpunkt. Andere Naturwissenschaftler glauben, dass Gut und Böse existieren, aber die sind Illusionen, die nötig sind. Michael Ruth und E.O. Wilson. Und E.O. Wilson ist ein sehr, sehr bekannter Experte über Insekten. Und die schreiben folgendermaßen: Moralität oder strikter gesagt, unser Glauben an Ethik ist bloß eine Adaptation, die dort ist, um unsere Fortpflanzungsmöglichkeiten zu erhöhen. Die Basis der Ethik liegt nicht in Gottes Willen. In Ethik, wie wir sie verstehen, ist eine Illusion, die durch unsere Gene auf uns aufgelegt ist, um uns zur Kooperation zu zwingen.